So. Da ist die Wahl. Und damit einen schönen guten Morgen zusammen. Heute habe ich mir mal den Spaß gegönnt, damit mit der Bahn hoch. Gestern schon ziemlich viel gemacht. Ja, war gestern schon ein bisschen zu lange in der Sonne eigentlich. Heute hätte ich eigentlich Pause machen müssen, aber naja, wie dem auch sei, man will ja was erleben. Heute habe ich mal was für den Kopf auf. Und ja, heute gehe ich mal so ein bisschen grob Richtung Benediktenwand. Ich wollte mir das dann mal ein bisschen angucken und ja, und wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit. Und ich denke, ich gehe jetzt mal den großen Rundweg erstmal und gehe dann zur Benediktenwand. Wird man ja wohl irgendwie hinkommen. Gucken wir uns dann einfach mal an. Ja, vom Wetter heute soll es noch gut werden und morgen auch noch. Und am Donnerstag, Freitag soll Gewitter kommen. Ich denke, Donnerstag werde ich dann wohl mal einen Pausentag machen. Die Fröhleichnamsprozession ansehen. Mal gucken, ob ich euch da mitnehmen kann. Sieht das so sehr schön, weiß ich nicht. Ja, vielleicht unten ein bisschen an der Isar lang oder mal zum Speichersee hoch, aber jetzt nichts großartig Wildes. Morgen wollte ich dann auch schon mal am Speichersee hin und dann nach, ach, Kinder. Und dann rüber nach dem Achensee. Mal gucken. So, dann wollen wir mal los. Meter. Und so sieht es hier oben aus. Hinten müsste Richtung München sein. Ich weiß es nicht genau. Es ist dunstig hinten am Horizont. Wenn es doch hier oben nur eine Webcam gäbe, da oben am Mast oder so irgendwo, die sich 360 Grad dreht. Da wäre doch toll. Also die Gipfel kann ich jetzt nicht benennen. Ich musste die App deinstallieren, womit man die Gipfel bestimmen konnte. Naja, vielleicht könnt ihr ja dazu was sagen. Jeden Fall hier Alpenhauptkamm. Nach hinten vielleicht Zillertaler Alpen. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß die Richtung jetzt nicht ganz genau. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwo die Zugspitze. Na? Das ist Musik, du. Das ist die Musik der Alpen hier. Hä? So, aufpassen, dass du nicht hinter der Kurve bist, weil die treten schon mal nach hinten aus. Und die Fahrradkleider. Die könnte ich gar nicht. Die Kuh da oben will mitfliegen. Fantastisch.
Allerdings sind hier Stechviecher. Beeindruckend der Weg bisher. Richtung Norden. Und hier geht's durch den Gartel. Ich kann das nicht aussprechen als Kölner. Freilaufende Schafe. Na, dann wollen wir das mal wieder so drum legen, dass die nicht auskommen hier. Rauskommen. Und da geht es jetzt weiter hoch. Und ich habe hier alle möglichen Viechzeug an mir. Ich habe wahrscheinlich 1000 Stiche, wenn ich heute Abend heim bin. Kann ich mir direkt die Tube von der Insektensalbe komplett auftragen. Boah, mir läuft die Brühe wieder. Ich dachte, das ist hier ein gemütlichen Weg. Ein gemütlicher Weg. Naja, kann man ja noch durchgehen lassen. Da bin ich ja gestern anders gegangen. Aber heute nicht. Nee. Da bin ich von ganz von unten hier hochgekommen. So. Da hinten sind jetzt so Leute. Er geht da hinten weiter hoch. Also ich kämpfe mich mal weiter. Ja, das ist die Benediktenwand da hinten sein. Ich nicht ganz falsch liege. Und wieder zum alten Hauptkamm. Ja, die Wolken bilden sich schon langsam. Die sind da die ganze Zeit am Diskutieren, wo das lang geht. Das geht da hinten runter. Nach da zur Benediktenwand, zur Tölzer Hütte. Darunter kommst du wohl auch irgendwie, aber irgendwie über dem Sattel oder irgendwie einer drüber. Und da sind die jetzt am Beratschlagen. Ja, wenn man die Qual hat, ne? Wir wollen eh nur die große Runde gehen. Und haben noch ein paar Gipfel jetzt mitgenommen. Jetzt gehe ich zurück gemütlich zur Alm. Kommen wir nachher zu der Alm hin. So, dann kehren wir da ein. Lassen Sie uns gut gehen. Den Salat essen wir vielleicht heute Abend noch weg. Und dann gucken wir mal Und dann gehen wir gemütlich wieder zurück. Was morgen ist, weiß, wissen wir ja noch nicht. Machen wir uns mal keine Gedanken drum. So. Dann wollen wir mal langsam zur Alm gehen. Also wir wollen uns die auch mal gut gehen lassen und nicht den ganzen Tag hier über Gipfel latschen. Oben lag noch Schnee. Sieht schön aus da oben. Ja. Jetzt gehen wir hier durch die Latschen zurück. Das sind alles sehr einfache Wege hier. Das ist nichts Wildes. Und ja, jetzt geht's dann gleich. Langsam da runter. Ja, die gehen tatsächlich da hinten lang. Ich hatte jetzt gedacht, die gehen wirklich jetzt hier. So, jetzt habe ich die mal ein bisschen abgehängt hier. Ach, hier kommt der schöne Lift. Da ist ja der schöne Weg hier vorbei. Ja, das ist fliegende Ameisen hier. Puh. Ich weiß nicht, was hier alles in der Luft ist, doch.
müsste mit Atemschutzmaske rumlaufen. Aber schon so eine Fliegensammlung im Mund. Was ist denn hier? Treten verboten, ich gehe da garantiert nicht hoch. So. Nee, Mann, jetzt geht's hier die Straße wieder runter. Dann sind wir schon wieder an der Alm. Oder? Ja, kann ja nur. Hier ist ein Lift. Das hier ist eine Hütte. Und da unten ist die Alm. Aber es regnet jetzt erstmal, was machen wir Pause. Ja, da oben sind wir lang. Ganz da oben auf dem Kamm. Und ganz da hinten ist ja die Bergstation von der Bahn. So, jetzt machen wir hier erstmal eine Päuschen. Hier in der Hütte. Gucken, ob wir da was zu sitzen haben hier vorne. Und dann geht das hier gleich runter. Das ist privat hier. Ist aber das ganze Dings hier eingestürzt. So, nachdem ich die Maske getrunken habe, den großen Teller Kaiserschmarrn gegessen habe, können wir jetzt langsam wieder zur Bergstation gehen. Ach, scheiße. Ja, sind wir rum hin und zurück. Haben wir heute eben nur eine kleine Runde gedreht. Aber was heißt klein, war sie ja nur auch nicht. Das Wasser für die Kühe hier. Ja, und jetzt gehen wir da hinten. Da hinten ist die Bergstation. Können wir hier gerade mal gucken. Kann ich nicht mehr laufen nach der Maus hier. Könnt ihr ja gucken, was es hier Gutes gibt. Wollen die aufhaben. Also außer Montag immer. Berge und Flammen auf der Tölzer Hütte am 22. Und auch dementsprechend, ja, wenn man das vorher gewusst hätte, dann wären wir auch hier hoch. Letzte Talfahrt um 24 Uhr. Naja, schauen wir mal. Gucken wir das hier von unten aus sehen. Also da unten, da ist der Kiesabbau und da vorne irgendwo sind wir. Da können wir hier hoch, können wir gucken. Das ist gut. So, ja, ein paar dunkle Wolken, aber ich denke nicht, dass da was kommt. Das quillt hier im Sommer jeden Tag, also dass ich immer wirklich astreinen blauen Himmel hasse. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Ja, da ist schon die Bergstation. Und dann gucken wir mal, ob wir schon runterfahren sollen und uns einen schönen Tag machen. Vielleicht holen wir uns ein Stück Kuchen im Edeka oder irgendwas anderes. Gucken wir mal. Ah ja, die Kamera lebt, glaube ich, noch. Ich bin einmal auf die Fresse geflogen. Ich denke, das geht noch. Sieht zumindest so aus, als ob es noch lebt. Ja.
Da sind die Kühe. Da hinten müsste man irgendwie den Groß-Venediger und den Groß-Glockner sehen können. Ah, da hinten ist verdeckte Zugspitze. Okay. Da müssen wir jetzt da links hoch den Pfad. Wir können noch geradeaus hoch, glaube ich. Ist egal. So, dann ist die Hütte. Die Eibenstelle, die Station, wo es mit dem Lift nachher wieder runter geht. Beziehungsweise gleich. Ja, heute mal eine kürzere Tour. Nicht jetzt wegen den dunklen Wolken oder so. Ja, ich wollte mir noch ein bisschen Lenkris unten angucken, wo Bäckereien sind, Fleischer ist und so weiter und so fort. Ich brauche dort auch ein bisschen was. Ich denke heute Abend erstmal nicht mehr, da habe ich noch. Aber in den nächsten Tagen. Ja, wie gesagt. Das war's gewesen. Die Tour hier heute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Daumen nach oben oder wie man das sagt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise dann bis morgen. Morgen geht's dann am Machensee. Und wahrscheinlich dann mit der Bahn von Maurach hoch. Ja, und dann können wir dann ins Zillertal reingucken. Aber das sehen wir dann noch. Also, ich wünsche euch was und ja, bis morgen.